Dann schreiben wir den 25.04. Ungefähr 3 Stunden nach der Mitte des Tages. Und ihr bereitet euch vor, in die Stadt zu gehen, eure Besorgung zu machen und den Einbruch, den Ausbruch vorzubereiten. Zulamin, was magst du tun? Zulamin würde erstmal Abelmir zum Effa-Tempel begleiten. Der hat da ja offenbar Kontakte und dann zum Meditieren in den Raya-Tempel weitergehen und da auch die Nacht verbringen. Gut, so kannst du gemeinsam mit Abelmir aufbrechen in Nadesheim. Werdet ihr dann den euch vertrauten Effat-Tempel finden und dort auch Illidan Brunnenmann, der mit tiefen Stiefeln dort steht, schlammverkrustet. Er steht da wohl gerade an einem Abfluss und wischt sich gerade mit einer schmierigen Paste über die Stirn. Versucht sich da wohl den Schweiß gerade wegzumachen. Er guckt euch dann an und nickt euch zu, Sulamin begeistert und Abelmir eher missgelaunt. Effa zum Gruße. Ja, Effa zum Gruß. Was wollt ihr? Aber mir? Wir benötigen eure Kenntnis des Untergrunds von Gareth. Ja, kein Problem. Ich kann euch in 2 Wochen helfen. Solange habt ihr auch diesmal den Drachen liegen lassen, ne? Nun, vielleicht können wir uns selber helfen. Er ist mir in die ganze Kanalisation gesuppt mit seinem ätzenden Blut. Was ihr nicht sagt, ein Drache. Vielleicht sollten wir einmal nachschauen, ob noch irgendwas zurückgeblieben ist. Ja, macht, was ihr wollt. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, in 2 Wochen bin ich da. Die Gänge sind recht übersichtlich. Was für Oder Gänge? gibt. Die Kanalisation? Ich sag diese. Das sind 3 Tiefen gerade. Jetzt durch die ganze Schneeschmelze, beziehungsweise den Schnee, der daran anfängt zu kristallisieren, ziemlich hoch. Gibt es irgendwelche Stellen, die wir vermeiden sollten, die gefährlich sind für uns? Die ganze Kanalisation ist gefährlich. Nun, ich meine, die nicht offensichtlich sind. Also, neben dem Gestank und dem Ekel und den ganzen Krankheiten ist das Ganze einsturzgefährdet, vor allem nachdem Teile der Festung reingefallen sind. Dann gibt es Giftpflanzen, Ekelschwemmling, Pockenpilz, Feuermoos, Effatmoos, dann gibt es Kriechtier, Aaskäfer, Blutegel, Kakerlaken, Schlammwürmer, Maden, Schnecken, Ohrenkriecher, dazu Ratten, Fledermäuse, Morphus, Spinnen und weitaus größere Wesen. Nun, ich dachte mir an den Bereich, wo damals der Drachenniedergang ging. Ist dort irgendwelches Ungeziefer zu erwarten, was Ja, dort normalerweise nicht hingehört? immer und viel. Gibt es spezielle Abwehrmaßnahmen, Ich kann euch in 2 Wochen Vorsichtsmaßnahmen? helfen. Nun, wir wollten selber einmal nach dem Rechten schauen. Es tut mir sehr leid, Bruder, aber in 2 Wochen werden wir nicht mehr da sein. Wisst ihr, die Schlacht gegen den schwarzen Drachen steht an und wir wollten davor noch abklären, dass hier in Gareth alles zum Besten steht, bevor wir aufbrechen. Gibt es vielleicht eine Karte von dem betreffenden Gebiet? Ja, Die gibt uns, es. könnt ihr uns die aushändigen? Wie Was hat bringen das wir denn mit dem auch? schwarzen Drachen zu tun? Willst du mich verarschen? Nun, wir wollten nachschauen, ob dieser schwarze Drache nicht Vielleicht sich irgendetwas da unten hin. versteckt oder was? Nein, die Hinterlassenschaften des Drachen sind sehr gefährlich. Wir wollten nachschauen, dass alles mit dem Rechten zugeht dort unten. Der Drache, der dort getötet wurde, war das nicht ein Gefolgsmann des schwarzen Drachens? In der Tat. Nun, wir wollten euch nicht weiter behelligen. Wir benötigen nur die Karte. Er deutet auf so einen großen Opferstock. Steht direkt neben der großen Effat-Statue. Ist Würde Muschel geformt. ich da mal 10 Goldstücke reinwerfen? Alles klar. Ich gehe mal gucken, ob ich die Karte irgendwo finde. Vielen Dank, Euer Gnaden. Damit stiefelt er los. Ihr lasst euch eine halbe Stunde warten. Ihr habt das Gefühl, dass er es extra macht. Und nach einer halben Stunde kommt er wieder an und drückt Sulamin eine Karte in die Hand. Habt Dank, Euer Gnaden. Ihr habt uns sehr geholfen. Ja, viel Spaß. Habt ihr Stiefel? Nun, wir werden uns wohl welche besorgen müssen. Ja, solltet ihr wohl tun. Was noch Vielleicht von den übernehmt ihr. Tiefzwergen? Welche Tiefzwerge? Die Tiefzwerge, die da unten wohnen. Wen denn sonst? Sind sie aggressiv? Offenbar. Boah.
Ich kenne nur gewöhnliche Zwerge, mit denen kann man gewöhnlich reden. Das ist bei diesen Tiefzwergen nicht so? Ihr lebt, weiß ich nicht, seit 200 Jahren in der Kanalisation. Stellt euch mal vor, wie ihr euch freut, Menschen von der Oberfläche zu sehen. Puh, nun, dann danke für die Warnung. Gibt es ein Beschwichtigungsmittel für diese Tiefzwerge? Stimmt, das, was Zwerge halt mögen. Gold? Pilze. Pilze. Nun, wir werden schauen. Ich denke, ich weiß ihn richtig, um nach solchen Pilzen zu fragen. Hab Dank. Naja, Effort und so. Biegt er euch nur noch, dreht sich wieder um und fängt wieder an, irgendwas, so eine grüne Alge, ziemlich lang gezogen, aus der Kanalisation rauszuziehen, an diesem Gitter, wo er gerade steht. Flüstern leiser zu. Er ist ein wenig schrullig, nicht wahr? Ich glaube, wenn ich deine Aufgabe hätte, dann hätte ich auch schlechte Laune. Ich meine, ich weiß mir wahrhaft Schöneres, als mich um die Kanalisation zu kümmern, aber ja, es ist eine effortgefällige Aufgabe und eine wichtige Aufgabe noch dazu. Ich denke, wir können froh sein, dass er sie übernimmt. Ja, nicht wir. Wegen diesen Tiefzwergen sollten wir Boltax fragen. Vielleicht weiß er etwas über sie. Was er wohl für Pilze meint? Halluzinogene? Oder ganz gewöhnliche? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Oh, es wäre auch interessant zu wissen, ob sie noch Rugolan sprechen nach all der Zeit der Isolation oder ob sie, degeneriert sind. Ihr meint, sie hätten vielleicht eine eigene Sprache entwickelt? Das ist durchaus vorstellbar. Interessant. Ob sie sich wohl selber noch als Zwerge sehen? Wenn, wäre das gut für uns, weil dann würden sie vielleicht Boltax auch als Dioden und so achten. Aber ich habe die Befürchtung, so wie er über sie sprach, nicht wie etwas, dem mit Vernunft noch beizukommen wäre. Nein, am besten wir fragen Boltax, er kennt sich mit solchen Wesen aus. Sie sind schließlich verwandt. Nun, ich werde mich dann verabschieden, Abelmir. Ich möchte noch einmal zum Raya-Tempel gehen. Ihr wolltet zum Zirkel der freien Wissenschaften, nicht wahr? In der Tat. Wir sehen uns dann bei unserer Villa. Kommt nicht zu spät. Dann gutes Gelingen. Ebenfalls. Derweil bei Boltax. Wo magst du hingehen? Ja, ich würde erstmal meine Sachen packen. Will heißen, das, was ich damals von den Echsen mitgenommen hatte, also die ganz vielen Steine, in denen noch Zauber gespeichert sind, dann würde ich das mitnehmen, was mir unser guter Freund von den Hexen mitgebracht hat, also die Äpfel und die Tränke, die wir von der Hexe gelootet hatten. Dann würde ich noch 2 Kilo an Ölenblatt mitnehmen, ein paar Kristalle, hübsch gearbeitet, Bergkristall würde ich mitnehmen und Aquamarine und ähnliches. Und dann würde ich mich nochmal von allen guten Freunden hier in Gareth verabschieden. Ich würde noch ein bisschen gucken, dass wir für die Reise genug Biervorräte haben. Also ich würde noch ein kleines Fass Bier kaufen und ansonsten eigentlich im Haus bleiben und warten, dass Yalan und ich dann uns aufmachen, um die Besichtigung anzugehen. Wieso? Aber ich werde auch erstmal packen, beziehungsweise Isarun hat wahrscheinlich noch nicht mal richtig ausgepackt. Wir sind ja noch nicht besonders lange in Gareth. Sie überprüft nochmal alles auf den ordnungsgemäßen Zustand, fettet Lederteile zum Beispiel noch einmal ein. Und dann macht sie sich auf den Weg zur Akademie von Schwert und Stab, und um dort in den Laboratorien der Pfeile des Lichts nach Alchemika zu fragen. Und zwar geht es da besonders um Zaubertränke, um Unverwundbarkeitselixiere und um diese berühmte zwergische Drachenpaste. Ob man da wohl das
Rezept für kennt und eventuell auch die notwendigen Zutaten hat. Die Pfeile des Lichts nicht, aber Saldo Fosslerin selbst ja. Und dementsprechend kann er dir dann das Rezept für die Drachenpaste geben. Hat das ja auch damals bei deiner allerersten Begegnung mit dieser Heldengruppe Torgosch kennengelernt, der wohl selbst ein kleines Döschen mit dabei hatte. Und so bekommst du das Rezept für die Drachenpaste von Saldo Fosslerin da selbst. Wunderbar, dann gebe ich bei dieser Gelegenheit gleich noch das Brieflein von Boltax ab und mache mich dann auf den Weg in die Laboratorien zurück, um dort direkt weiterzuarbeiten. Mit den anderen Tränken sagst du mir Bescheid oder soll ich die auch brauen oder wie machen wir das? Du kannst mir mal eine Alchemieprobe würfeln. Ich gehe da mal davon aus, dass du in der Zeit, du hast genug Zeit, um dich da zurechtzufinden. Das wird schon gehen. Derweil bei Rafim. Ja, ich gehe schon mal in den Chortempel, schlepp alles Zeug, was die anderen hingelegt haben, was dahin soll, schon mal dahin. Und such mir Koreaner. Was möchtest du mit dir tun? Meine Freunde und ich werden von hier heute noch abreisen. Also wir sind ja schon am nächsten Tag, richtig? Jein, also ihr stellt gerade noch am 25.04. die letzten Ergebnisse noch zusammen und dann würdet ihr am nächsten Tage den Einbruch planen, Heute oder morgen, das entscheiden wir noch. Ich sehe, der Tempel ist so groß geworden mittlerweile, weil die Rekruten fehlen. Das sollte kein Problem sein. Ja, wir würden uns hier auch nur kurz sammeln. Ich bräuchte allerdings den Raum hinter dem Blutaltar. Ja, das solltet ihr wohl bekommen. Wunderbar. So, und ich habe heute nichts mehr vor, wollen wir uns noch ein bisschen auf die Fresse hauen? Sie, Senor. Wunderbar. Geht er da ohne scharfe Waffen? Ich muss leider. Habt ihr einen Schlagring da? Wir können mit Holz kämpfen. Ja, ich leihe euch einen von meinen. Sie stimmt zu. Würde ihren Schlagring zuwerfen und dann. Keine Ahnung, ich will da keine Knochen brechen und sie. Ich weiß nicht, ob sie mir welche brechen will, kann schon sein, aber ich will ihr keine Knochen brechen. Aber Schlecke wird's geben. Beherrschst du einen besonderen Kampfstil, Mercenario oder sowas? Lass mich gucken. Also, sie könnte dir prinzipiell auch andere beibringen, wenn du möchtest. Hurosat und Gladiator-Stil. Hurosat hast du gelernt. Ja, also sie kann dir Mercenario beibringen, wenn du magst, und dir dementsprechend auch weiterhelfen. Ja, wunderbar. Jana, was magst du tun? Ich sorge dafür, dass die Rüstungsteile da beisammen sind, ordentlich eingefettet und eingepackt. Und dann werde ich mich noch eine Stunde in den mittlerweile vermutlich immer noch kaputten Wandstrahlerturm zurückziehen, bevor ich mich dann mit Voltax treffe. Ja, mittlerweile sind wohl zwei andere deiner Brüder da. Der Turm wurde wohl auch nicht wirklich aufgebaut. Der Keller ist immer noch zugeschüttet, da wo ihr dann den von Wertlingen getroffen und gerichtet hattet. Aber es wird wohl wieder sowas wie kleine Gottesdienste geben, ein kleiner Schrein. Aber der Turm an sich ist nicht entweder seiner ganzen Pracht aufgebaut, das dauert noch. Wenn man mich nicht anspricht, bin ich bemüht, ignoriert zu werden. Ja, ist okay. Und werde meine übliche Bitte um Einsicht vortragen. Du hast ja immer noch keinen guten Ruf bei den Bandstrahlern, vor allem bei der Praios-Kirche. Sie wissen wohl gar nicht so sehr darum, dass du Albuinit bist, aber du bist trotzdem nicht gut gelitten. Vor allem nicht bei der Gareda-Kirche. So kannst du dich schweigend zurückziehen. Was mögt ihr noch tun? Gemeinsam oder aber allein? Ich würde nur, bevor wir da auflaufen, mit Boltax noch kurz sprechen. Mhm. Und nicht, dass wir jetzt gleich schon vor den Toren stehen. Aber mir? Ich wollte ja noch zum Zirkel gehen, beziehungsweise zum Roten Salamander. Die Alchemiker besorgen, die mir aufgetragen wurden, falls die gibt, Heiltränke, Erschöpfungspastillen, Conchinis und Schwarzer Mohn. Ja, für jeden Helden zwei Heiltränke sollt ihr bekommen, Qualität D. Und kannst du dann selbst das einkaufen, was da ist, das, was nachproduziert worden ist? Ich würde gerne noch Karma regenerieren. Mhm. Und zwar im Tempel. Und würde das so aussehen, dass ich die Anwesenden im Tempel mit einem Schleiertanz erfreue.
Denn es geht ja um den ersten Schleier. Das heißt, ich versuche irgendwie zu meditieren und zu erforschen, ob die Göttin diesen Plan gut findet. Und ja, ich denke, ich müsste das dann noch auswürfeln. Ja, kannst du regenerieren, deine Liturgie-Kenntnisprobe würfeln und dann ja, mit mehr Karma in den nächsten Tag starten. Ich möchte gerne noch zu einem Juwelier gehen und dort mal schauen, ob die zufällig etwas haben, das meinen Vorstellungen entspricht. Und zwar suche ich ein Armband mit einem kleinen Anhänger in Form einer Schlange. Das ist ja süß, haben sie. Dann nehme ich das mit. Gut. So kann Boltax auf Jarlan treffen. Ja, ich warte halt, wie gesagt, zu Hause. Bei uns in der Villa. Hier bist du. Gut. Wir wollen gleich aufbrechen. Ja. Wie genau gehen wir das an? Ich meine, wir gehen da durch, wir inspizieren die Zellen auf die Möglichkeit oder Verwundbarkeit, dort magische Gefangene anzusperren. Und finden hoffentlich einen Unterleitissen. Was machen wir, wenn wir ihn nicht finden? Wir können das ganz einfach machen. Du sagst einfach, ich bin mitgekommen, um das Protokoll zu schreiben. Und ich laufe da mit einem Federkiel und einem Stück Pergament herum. Dann wird auch niemand fragen, warum ich dabei bin. Du bist mittlerweile Mitglied der Magiergilde, oder? Nein. Ich weiß nur, dass du viel mit diesen Gildenmagiern gelernt hast. Ja, ich habe mir Sachen angeguckt, weil sie interessant waren, weil sie so anders machen als wir. Das wird ausreichend. Von mir aus. Auf jeden Fall, wenn du sagen möchtest, dass ich Magier bin, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Du bist kein Gildenmagier. Das war die Frage hier. Ich bin kein Gildenmagier, nein. Also. Gut, dann, wenn wir Glück haben, mitteilen wir ihm irgendwie mit, dass wir morgen kommen und rausholen und dann müssen wir wohl wieder abziehen und verrichtete Dinge. Oh, oder denkst du, wir können ihn, du kannst vielleicht durch die Zellentüren ihn direkt rausholen? Klar, das kriege ich auch hin, aber das würde auch für Aufsehen sorgen. Das macht keinen Sinn. Wir gehen also nicht davon aus, ja. Nur noch eine Sache, wenn er nicht alleine in der Zelle sitzt. Dann holen wir beide und führen den fehlenden Gefangenen später wieder zurück. Wir werden Roy entsprechend informieren. Nein, ich würde eher sagen, dass wir den zweiten Gefangenen oder die zweite Gefangene dann aus der Zelle heraus für eine Sonderuntersuchung nehmen, sie in eine andere Zelle überführen lassen und genauer untersuchen und dort auch festhalten lassen, wegen Magie und so. Ich denke nicht, dass es der unauffälligste aller Pläne ist, aber wir können darüber nachdenken, falls es soweit ist. Richtig. Gut, dann auf geht's. Ja, du übernimmst das Reden, würde ich vorschlagen. Und so machen wir uns dann auf den Weg zur Waffen- und Lebensschule zum Goldenen Schwert. Ja. Nicht verwandt mit der Goldenen Lanze. Zum Goldenen Schwert. Man mag gar nicht vermuten, dass das Gebäude so sehr düster ist. Gerade im Winter ist alles an Wasser zugefroren. Auch die Waschschüsseln, die im Hof stehen. Wenn ihr seht, wie die Scholaren dort mit dünnen Ärmchen trainieren. Was einst eine Eliteschule des Reiches war, ist mittlerweile so sehr verkommen. Und neue Soldaten werden wohl noch einige Zeit brauchen, bis sie ausgebildet sind. Eine alte Stadtfestung, die groß nach oben ragt. Und könnt ihr sie dann betreten. Steht ihr vor der Garde, wird einfach durchgelassen. Ihr könnt noch den angeblichen Gründer der Schule in der Mitte sehen, eine Statue, die ihm geweiht worden ist, der heilige Vitus. Eine frappierende Ähnlichkeit mit Jarlan. Aber da scheint hier niemand wirklich zu beachten. Bis dann einer der Offiziere auf euch zukommt. Ein ziemlich dicklicher Mann, der euch zunickt, irgendwas brummelt und dann euch die Hand gibt. Ordner zum Gruße. Freut mich. Wir benötigen auf die Schnelle eine Führung durch euren Zellentrakt. Wir müssen sie auf die Möglichkeit, magische Gefangene zu beherbergen, untersuchen. Derzeit noch keine aktuellen, aber es ergeben sich immer mehr angebliche und tatsächliche Hexen aus der Wildermark, die
von Reichs- und Göttertreuen Menschen aufgegriffen werden und wir werden sie auf Dauer irgendwo unterbringen müssen, bis sie gerichtet werden können. Sei sicher, dass sie nicht im Mannstrahler noch besser gekommen sind. Die Mannstrahlerkeller sind derzeit schon voll oder verfallen. Ihr versteht die Sache mit der Festung, die drauf gestürzt ist. Ja, sehr willkommen. Ja, können wir gerne die Schule angucken. Selbstverständlich. Wollt ihr uns selber führen oder nehme ich mir an, der Kadetten? Ich würde gerne selber führen, die Kadetten sind auch da. Ja, wunderbar. Ja. Und so mit seinem eigenen brummeligen Akzent, ihr könnt den Kopf verstehen, das meiste ist mehr geraten, könnt ihr die Keller betreten. Beziehungsweise steht dann vorne an einer kleinen Wachstube, ein kleines U, was da aus Holzbalken aufgebaut worden ist. Er öffnet einfach die Holzbalustrade, sodass ihr dann einmal hindurchgehen könnt. Daneben sitzen einige Wachposten, die euch zunicken, ebenso grummeln und murmeln und ebenso aufgequollen sind, ob der Dinge, die sie hier nicht mehr zu tun haben. Eine kleine Wachstube des Weibels, Waffenkammern, Archiv, Vorräte, Küche, aus der es auch vor allem sehr fettig duftet, bis ihr dann nach unten gehen könnt. Die Analyse von Boltax offenbart, sie ist nicht für Magier geeignet, es gibt hier keinen Koschbasalt. Zellen links und rechts für einzelne Gefangene, für mehrere Gefangene und eine große Sammelzelle. Mehrere große Sammelzellen. Ja, und dann dieser Bau erinnert dich vor allem an den Standardbau, in dem du selbst einmal eingekerkert warst. Bah. Retrosche Architektur halt. Ich nehme mir viel Zeit, jede Zelle, also von außen, wenn sie lesen, dann auch von innen einmal, vor allem die Metallgitter halt und die Fenster zu überprüfen. Keine Sorgen machen, die sind da fest, bombenfest. Ich nack mich auch vor jeder Tür einmal runter und schaue auch dann natürlich sehr interessiert hinein, bis ich den Unterhaltissen sehe. Sinnschärfeprobe in der Dunkelheit. Ich auch. Du bist so klein, aussichtig. Du kannst gar nicht durch die Gitter gucken. Sinnschärfe. Oh je, schippen wir das. Ich glaube nur die 18 reicht. Die 2 Punkte auf der 16 sind. Ja, dann habe ich 6 Punkte über. Ja, wenn man nur Klugheit 11 hat. Du hast ein bisschen am Kopf, ein bisschen nicht ganz sicher, ist er das? Aber wenn du zweites Mal hinguckst, kannst du ihn tatsächlich wiedererkennen. Das muss Alvan von Unterlatissen sein. Sein Gesicht ist eingefallen, er wirkte früher recht gut aussehend. Mittlerweile mehr asketisch, möchtest du meinen. Du kannst an ihm immer noch den drahtigen Körper erkennen, auch wenn er Lumpen trägt. Von der Ritterwürde hat dieser Vogt zu Imling gar nichts mehr zu sehen. Und so sollte man zumindest einen diplomatischen Gesandten nicht behandeln. Ich würde gerne eine Gesteinskundeprobe würfeln, um mir den Boden hier anzugucken. Mhm. Und die, also alles um uns herum. Ja, kannst du machen. Das ist gelungen. Das ist Naturstein. Ja, wunderbar. Und die Zellen sind gute retrosche Bauart. Ich glaube nicht, dass man hier gefangen sein kann, aber ich werde die Wandschreiber nicht anzweifeln. Also, ihr werdet es auch wissen, gerade mit so einem magischen Gelände hier. Nun, mindermagische Gefangene kann man auch in solcherlei Zellen auf bewahren. Nicht alle sind derart gefährlich, dass man sie gleich in Korschbasalt schlagen muss. Sagt, ihr habt doch sicherlich einen Grundriss, den ich mitnehmen kann. Zeig mir den Gefangenen doch einmal. Was? Warum nicht? Ich kann doch nicht durch das Gitter gucken. Er kann nicht in die Zellen sehen. Verzeiht, da hätte ich dran denken müssen, mein vertikal herausgeforderter Kollege hier. Er ist zu klein, um durch die Stäbe zu sehen, seht ihr? Lass ihn einfach mal kurz hier rein, wir sind ja zu dritt, der Gefangene wird uns schon nicht überwältigen. Er schaut, ruft einmal nach oben und ein weiterer dicklicher Mann kommt die Treppe nach unten gewatschelt mit einem großen Schlüsselbund, sodass er euch dann nach und nach die Türen öffnen kann. Der Offizier zieht derweil sein Kurzschwert, was schon bessere Tage gesehen hat, um eventuelle Ausbrüche zu verhindern. Ja. Es kommt tatsächlich auch dazu, dass jemand sich kurz aufrichtet, aufsteht, versucht mit aller Gewalt gegen die Tür zu rennen. Ihr könnt mal gerne eine Raufenattacke machen. Bei mir dann. Versucht er ernsthaft gerade auszubrechen? Ja. Sekunde. Also nicht unter Latissen, aber irgendein Gefangener, Der gerade aufgeschlossen wird. Oh, das ist ein Patzer. Nein, das ist kein Patzer, Ja, dann bekommst du von ihm, ich würfel gerade selber nochmal, 13, das sollte gelingen, dann bekommst du 1W6, du hast deine Rüstung nicht an, ne? Nur so vermutlich nicht. Nee, genau. Dann bekommst du 4 TPA in den Bauch und du gehst jetzt in den Nahkampf. Ich. Wolltag, möchtest du helfen? Ja,
ruft zu den beiden anwesenden Wachen, überwältigt ihn und steckt ihn in Einzelhaft. Ja, also das Kurzschwert von dem Veteran zuckt ebenso nach vorne. Schauen wir mal, ob er trifft. 16, natürlich trifft er nicht. Hackt wohl vorbei und Jalan ist immer noch im Ringkampf. Eine weitere Raufenattacke. Garstiger! Ich gebe ihm einmal den Ellenbogen. Ja. Brichst ihm die Nase. Rein, verdammte! Ja, seine Nase explodiert, Blut sprudelt nach unten in seinen Mund und er taumelt ein bisschen zurück. Da wird die Zellentür auch wieder zugeschlagen und weitere Verfluchungen, die von den beiden Wachen jetzt kommen. Ich reib mir ein wenig die Kinnweise. Ja, wir können nicht zu dir. Seht zu, dass der in Einzelhaft kommt. Ja, aber gleich. Ein Gott, komm her, und ja. Drei andere Wachen kommen nach unten. Einzelhaft.